Leute, was geht? Herzlich willkommen auf dem Kanal zurück. Wir gehen ja in großen Schritten Richtung Modern Warfare 2, Warzone 2. So werden ja wohl anscheinend die Namen sein. Vielleicht kommt bei Warzone 2 noch irgendwie ein Zusatztitel, so wie jetzt Warzone ja auch im Prinzip auf Caldera spielt. Viele sagen Warzone, einige sagen aber auch einfach Caldera. Früher haben viele Verdans gesagt. Da scheint es ja so, als wenn die Season 6 von Vanguard jetzt tatsächlich gelöscht wurde, weil man wohl sowieso keine Zeit mehr in dieses Game investiert, weil es tot ist, weil es nicht gut angekommen ist. Was zu 99% daran liegt, dass es wieder ein zweites Weltkriegs-Game ist, wonach keiner gefragt hat, dass wieder Sledgehammer Games sein Unwesen treiben durfte, was keiner gewollt hat, und dass das Game den wohl mit WW2 zusammen, was witzigerweise auch Sledgehammer war, den schlechtesten Release aller Zeiten hatte, mit Problemen wie Paketverlust nach 6 Monaten immer noch. Jetzt haben Raven Software und Sledgehammer aber schon wieder, und es nervt so als Creator, den Vogel absolut abgeschossen. Werdet euch das jetzt auch einmal ein bisschen Frust von der Seele reden, ihr wollt ja auch immer über die schlechten Sachen informiert werden, genauso wie über die guten Sachen, dafür sind wir unter anderem auch da. Es soll trotzdem unterhaltsam sein, das versuchen wir Creator meistens ein bisschen mit unserer Art oder indem wir einfach über traurige Sachen lachen, wie zum Beispiel COD seit 5 Jahren. Aber bevor ich jetzt weiter darüber meckere, möchte ich euch einmal den Sponsor des heutigen Videos vorstellen, und zwar Eneva. Ihr kennt es, eigentlich alle, die irgendwie ein bisschen Geld sparen wollen. Der größte Markt-Online-Platz, den es für Gaming aktuell gibt. Ihr könnt euch zum Beispiel PlayStation-Guthaben für 40 Euro wert kaufen. Könnt ihr einfach in den Warenkorb packen. Sucht ihr aus, mit was ihr bezahlen wollt, da kommt eure normale Gebühr dazu. Dann nehmt ihr einfach hier, ist relativ easy, meinen Code. Ich hoffe, ich bin nicht ganz geistig behindert, noch nicht. 40 Euro PlayStation-Guthaben kostet euch mit meinem Code 35,47 Euro. Ihr spart 3%, und für alle, die irgendwie neue Games kaufen wollen, PlayStation-Guthaben oder Ingame-Währung aufladen wollen, die bessere, günstigere Möglichkeit, als es zum Beispiel direkt über Sony zu machen. Und trotz Gebühr hier mit dem Code auch noch günstiger als deutscher Anbieter. Das heißt, dicke Empfehlung dafür. So, jetzt passt mal auf, Leute. Wir haben es seit der allerersten Season von Vanguard, dass, wenn ein Season-Update kommt, irgendwie das Season-Update, wo wir diesen scheiß langweiligen Content bekommen mit einer Waffe, einer Map, zwei Waffen, zwei Maps, ein Battle Pass, der so schlecht ist, also wirklich so lieblos, schlecht, idiotisch gemacht, dass man sich ja schon ein bisschen verarscht vorkommen kann. Und da gibt es schon Leute, das müsst ihr euch mal vorstellen, die sich Supply Drops wieder wünschen. Die sagen, mir ist es egal, ob ich tausende Euro unter Umständen ausgeben müsste, um diese spezielle Waffe zu bekommen. Ich habe wenigstens die Chance, was Gutes zu bekommen. Während ich den Season Pass oder Battle Pass anschaue und weinen möchte. Und es ist ja auch tatsächlich so. Jedes Mal, wenn eine neue Season kommt, gibt es also diese neuen Season Pässe. Und zu den Season Pässen kommen dann ja immer ein oder zwei neue Waffen. Zwei in der Regel, die wir im Season Pass dann automatisch dazu bekommen. Und dann zum Mid-Season-Update bekommen wir ja in der Regel immer wieder eine weitere neue Waffe. Das ist der ganze Content eigentlich, wenn man genau ehrlich ist. Warzone kriegt einfach viel mehr Support. Warzone braucht mehr Support. Da sind mehr Spieler, da ist das Geld zu machen. Caldera ist jetzt nach, ich glaube, 5 Monaten, 6 Monaten und dicken Updates in einem Zustand, wo sich Leute damit abgefunden haben. Die Farbpalette wurde komplett geändert, die Karte wurde geändert, jetzt sind Perks zu finden, ganz viele Sachen. Aber wir haben ja auch die HP Blixen, wie man es nennen möchte, als neue MP bekommen. Und haltet euch fest, es wird euch ja alle überrascht haben, diese Waffe ist mal wieder verbuggt. So wie alle anderen Waffen, seitdem Vanguard da ist, die neu mit einer Season oder Mid-Season in das Update reingekommen sind. Erinnert euch mal an die Railgun.
Als die Raygun mit reinkam, hat sie die ersten Wochen keinen Sound gehabt. Das heißt, ihr habt geschossen, aber es war nicht zu hören. Also nicht mal, wenn Schalldämpfer drauf war, sondern sie hatte keinen Ton. Dann haben der Raygun Aufsätze gefehlt. Also man hatte die Aufsätze drauf, aber man konnte sie nicht sehen. Und während das alles nervig war und man irgendwie eine Waffe geschossen hat ohne Ton und all diese Sachen, wo ich jetzt sagen würde, ja, vielleicht kann man damit noch leben, ging es ja dann weiter. Wir hatten dann urplötzlich Blueprint-Varianten, zum Beispiel von der MP40, die reinkamen. Da waren plötzlich Aufsätze drauf, die die MP40 gar nicht hat, was diese Waffe noch stärker gemacht hat, als es sowieso war. Und bei der HP Blixen ist es jetzt wieder der Fall. Es ist jede Season, kommen die Waffen rein und sind verbuggt. Dieses Mal sind wir an dem Punkt, wo die Waffe, vielleicht habt ihr es schon festgestellt, manchmal euch nicht sprinten lässt, manchmal euch nicht nachladen lässt und mein Favorit, wo sie einfach nicht schießt, obwohl ihr auf dem Controller R1, manche von euch R2 komischerweise, schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr ernsthaft R2 zum Schießen benutzt. Falsch, Leute. Nehmt R1. Und mit Maus und Tastatur auf dem PC ist genau das gleiche. Jetzt hat Stylus durch Zufall wahrscheinlich festgestellt, warum sie das nicht tut. Und übrigens, Leute, zu dem Zeitpunkt, wo ihr das Video seht, das heißt, heute ist Montag, ich gehe davon aus, ihr seht es Dienstag oder Mittwoch, ist dieser Bug immer noch drin, einer von diesen Bugs, oder alle Bugs, wenn man es genau nimmt. Diese Waffe schießt immer dann nicht, wenn ihr bis zu, ich glaube, 3 Sekunden vorher eine Ausrüstung benutzt habt. Also eine Plattenkiste hingeworfen habt, ein Stim in den Arm projiziert hat. Stims wurden ja auch komplett kaputt gemacht mittlerweile, hat keiner nachgefragt, ist aber trotzdem so. Jetzt laufen alle mit Flashgranaten oder alternativ mit diesen ekligen Schnappschussgranaten umher. Was das Ganze nicht unbedingt geiler macht, das Game. Denn jetzt muss man theoretisch noch kampfgestählt spielen, also dass man gegen Blendgranaten und so immun ist. Was bedeutet, dass man seine Waffen nicht mehr schneller switchen kann, weil man dann eben eifrig rausnehmen muss. Was schon wieder alles nur Switches sind, die Leuten helfen, die in den Air Protected Brackets 05, 04, 06er KDs rumlaufen. Für alle besseren Spieler ist es wieder schlimmer geworden. Aber auf jeden Fall, wenn ihr einen Stim schießt, wenn ihr eine Blendgranate werft, eine Semtex-Granate, ein Wurfmesser oder sonst was, sind ja alles Sachen, die relativ häufig gerade in Rebirth auch in Warzone passieren, schießt die Waffe für 2 bis 3 Sekunden nicht. Wenn ihr dann komplett stehen bleibt, nichts drückt, eine Sekunde, dann geht es wieder. Das ist natürlich völlig unmöglich, so ordentliche Gunfights zu haben. Weshalb viele von euch und auch ich schon aufgehört haben, die zu leveln. Ich habe sie jetzt auf, also es hat 4 Tage gedauert in Rebirth mit Aufträgen. Ich habe sie auf Level, keine Ahnung, 55. Und alle sagen, eigentlich ist es eine neue Meta. Die Waffe ist extrem stark, hat ein gutes Magazin, hat eine gute Range, Bullet Velocity, hat einen guten Schaden, Headshot-Schaden, gute Aufsätze. Passt alles. Sie ist aber nicht nutzbar, weil sie wieder verbuggt ist. Und das ist wirklich, wenn man es durchnimmt, mit jeder einzelnen Waffe aus den gesamten Seasons, seitdem dieses Drecksgame von Vanguard erschienen ist. Woran liegt das? Falls ihr euch fragt, hier kommt die Antwort. Weder Raven noch Sledgehammer sind in irgendeiner Art und Weise daran interessiert, den Content, das ist alles fertiger Content, Leute, die Sachen sind schon seit Wochen, Monaten fertig, nochmal zu überprüfen, nochmal zu testen, nochmal auf Bugs irgendwie zu testen, nochmal zu beheben. Die Sachen werden nach einem vorgefertigten Zeitplan online gestellt, mit Season 3, Season 4, Season 5 kommt, das ist dann die letzte Vanguard-Season, das ist heiß. Ich bin so froh, wenn dieses Game weg ist. Egal was kommt, also es kann nicht mehr schlechter werden. Das sagen wir zwar jedes Jahr, aber es kann dieses Jahr nicht mehr schlechter werden. Diese Sachen werden von den Spielstudios, die verantwortlich sind, das teilen sich ja Raven, Sledgehammer, Treyarch ein bisschen auf, nicht mehr unterstützt. Also jeder, der glaubt, dass große, interessante Changes zu Vanguard kommen, oder jeder, der immer noch glaubt, was ich ja bis vor kurzem auch tat, dass sowas wie London Dogs oder sonst irgendeine Karte in Vanguard noch reinkommt, kann sich von diesem Gedanken komplett verabschieden. Die Games werden nicht mehr supported, es interessiert da keinen mehr. Wir werden also noch die nächsten, ich glaube, 2 Seasons mit Mid-Season da rein Updates bekommen. Und ich wette hoch und heilig mit euch,
In der nächsten Season ist eine der Waffen wieder verbuggt, vielleicht auch beide. Und im Mid-Season-Update, wenn dann noch eine Waffe kommt, wer weiß, vielleicht machen sie den Server für Vanguard einfach auch. Vanguard läuft gefühlt sowieso nur auf einem Server, so schlecht wie die Verbindung da ist. Kann es auch sein, dass es einfach komplett verbuggt ist und sie einfach sagen, wir lassen es an dem Fall. Und das, Leute, nervt einfach so tierisch. Es ist so viel, was ich irgendwie produzieren möchte und dann guckt man sich so die neuen Waffen an und ich kann auch diese Videos nicht mehr sehen, wo sich Leute den Battle Pass mit 100 Stufen freikaufen, ein Video zeigen über irgendeine neue Waffe und sagen, wah! Und dann gehen. Es ist so dumm. Ah, Leute, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Haltet durch, neue Games kommen. Es kann nicht schlechter werden, wirklich. Es kann nicht schlechter werden, es kann nur besser werden. Ah, sagen wir jedes Jahr.